Hallo Leute, heute habe ich wieder mal ein Scheiß-Thema, sage ich euch. Und zwar, letztens wurde ich gefragt, was ich für Klopapier nehme. Klopapier, komisches Thema. Ja. Ich nehme stinkig normales Klopapier, habe ich mir gedacht. Da bin ich im Supermarkt gegangen, da gibt es ja unmögliche Sachen. Feuchtes Toilettenpapier, trockenes Toilettenpapier. Zehnlagig, fünflagig, dreilagig. Ich nehme hier dieses vierlagige hier. Aber ich spare. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr zu sparen. Demzufolge, ich spare. Und zwar macht man das dann so. Man nimmt ein Blatt. Ne? Ja. Knickt es in der Hälfte. So. Knickt das dann nochmal. Das kann man während der Zeit machen, wo man sein Geschäft macht. Ne? Dann reißt man das hier was ab. Das hier, das hast du hier dann. Gucke hier so ein Stückchen von dem Klopapier. Ne? Ja. So. Dann, wenn du dein Geschäft erledigt hast, ne, nimmst du den Finger hier. Den, deswegen heißt er ja Stinkefinger. Ne? Ja, so. Ja. So, und machst dein Geschäft sauber, ja, dann nimmst du das Papier, ja, und dann siehst du ja dann hier, hast du hier so unter den Fingernagel, hast du dann immer noch so Rückstände, dann nimmst du das Stück Papier, dann ziehst du das unter den Finger vor, siehst du, Finger sind sauber. Hast du nachher nur noch mal ein bisschen die Hände zu waschen und schon ist alles perfekt, dein Arsch ist sauber, deine Finger sind wieder sauber und du kannst weiter deinen Geschäften nachgehen. Ist das nicht eine tolle Idee?